Ich denke schon, wie sind die denn da rübergekommen? An der Stufe 4 Festung vorbei. Und scheint die ägyptische Flotte zu sein, da können wir uns auch mal vorsetzen. Die Söldner müssen sich erstmal jetzt sammeln. So, werdet ihr vernünftig erobern, wenn ich euch jetzt unabhängig mache? Ach, bestimmt nicht. Moment. Oder auch nicht. Grenzenverteidigung, die werden loslaufen, sobald sie können. Und ihr könnt auch mal auf Grenzen verteidigen gehen. Also ausgehend von der Moral. Ja, da sind die Penner aus dem Norden. Frieden ist gut, Krieg ist besser. Das habe ich mir nämlich gedacht, die rennen jetzt hier die ganze Zeit rum und versuchen irgendwelche Truppen zu übernehmen. Anstatt dass die einen, also beziehungsweise hier anfangen die zu besiegen. Oh nein. Ja, ja, ja. Das ist unser wundervoller Anführer. Mann Söldner zur Grenzverteidigung. Ohne Scheiß, der wird zur Grenzverteidigung nach ganz unten gehen. Wo unsere eigenen Leute hier oben ein Problem kriegen werden. Der auch. Der soll hier bleiben und den supporten. Wow, wir haben so viele Söldner rekrutiert, dass ich jetzt ins Minus gefallen bin.
ist auch ein Zehner. Verteidigt unsere Hauptstadt. So, da siegen wir gegen Ägypten. Da haben wir die Belagerung natürlich jetzt verloren. Vergrößern wir die Armee noch einen Tick. Was da drüben schaffen die? Wobei wir hier auch rüber müssen, die andere Festung einnehmen. Keine Ahnung, wo die teilweise hinwollen. Da greifen die uns schon ohne Generäle an. Unser momentaner Herrscher verliert. Gott sei Dank wurde er nicht gefangen genommen. Ich hoffe, die machen das jetzt einfach ordentlich. Ansonsten Arschkarte. So, ihr macht auch Grenzen verteidigen. Ich bin nämlich gerade ein bisschen von den Schlachten überfordert, obwohl die niedrigste Geschwindigkeit drin ist. Rüber die Armee auseinandernehmen. Wenn möglich. Wieder 5000, da können die es nicht schaffen. Weil wenn die auf automatisch sind, dann zermürben die wenigstens die ganzen Truppen hier. Jedenfalls versuchen sie das. Besser als ich das gerade machen kann. Thank you.
Wir haben verloren. 18.000 fielen für ihn, 10.000 von uns. So, die Belagerung ist gewonnen. Wenigstens hier geht es ein bisschen voran. Die Söldner würde ich gerne auflösen. Wo willst du jetzt hin? Ach, du bist doch eine Banane, ey. Kannst zurückgehen, bitte. Ägypten hat einfach mal 318 Kohorten. Von jetzt auf gleich. Gehst auch auf Grenzverteidigung. Ja, viel Glück. Die sind nämlich ein bisschen stärker wahrscheinlich. Viele tapfere Makedonier sterben. Und ja, ihr seid zu schwer als Armee. Und wie ist der jetzt an uns vorbeigelaufen? Der schnappt sich die Armee. Hier sind sie gerade am Kämpfen und könnten sogar gewinnen. Obwohl wir komplett aus leichten Einheiten mischen. Also ich denke mal, die Briten im Bogenschützen sind schon ganz gut, dass wir die schwere Infanterie erledigen können. Das erinnert mich so ein bisschen an den blinden Samurai, der General. So, da haben wir Ägypten besiegt und irgendwo hier unten gehen die mir doch jetzt auch auf die Nerven. Das werdet ihr ja wohl machen da oben. Die werden da auch zermürbt. Alter. Wenn Ägypten einfach mal mit 105.000 Mann vom Süden kommt. Und du denkst, what the fuck? Was stimmt nicht mit euch, Ägypter? Wenn ihr einfach mit 105.000 Mann kommen. Natürlich haben wir verloren.
nee. Wir ja nicht alle in einer Provinz da unten bauen. So, wir sind siegreich, wir sind siegreich. Natürlich werden die Spiele abgehalten. So, ihr zwei könnt zurückkommen. Schön, dass ihr auch mal was zurückerobert. Ach, das sind Truppen aus Iberien. Wo kommen die Schlawiner denn jetzt her? Also ich weiß, von wo sie herkommen, aber trotzdem. Er macht die Belagerung hier unten. Unsere Armee hat keinen Kommandanten. Das denke ich ja wohl weniger. Ach so, das war auf den Tausender gerechnet, den wir da rumstehen hatten. Wo willst du denn hin? Greif doch mal den hier an. Das poliert den Ägyptern die Fresse. Wir sind aber auch inzwischen auf 643 Kohorten angewachsen.
So, was willst du da unten? Der ist schon auf dem Weg nach da drüben, um die abzufangen. Der auch, obwohl du kannst nach da oben gehen. Und die Festung wieder einnehmen. Der will mich doch veräppeln. Ich habe 50.000 Truppen zurückgeholt. Um die Ägypter zu ärgern da unten. Und dann verlieren die im Kampf gegen die. Und währenddessen erobern die das Kriegsziel zurück. Wie lange sind wir schon im Krieg? Wir sind 4 Jahre einfach so im Krieg. Ich habe diesen Krieg zu leicht genommen. So, ihr bleibt da eben stehen. Die da unten scheint zu verlieren. Ein Traum. Oh, da unten kommen die Penner wieder. Die Grenzverteilung in Ägypten muss ich der KI überlassen. Das werden die schon hinbekommen. Was ist das für ein General in 5er? Das ist ja richtig schlecht.
Das Versorgungslimit um 25% erhöhen. So, hier über den noch. Die 48.000 Mann schicken wir zur Ostfront. Ach, Deutsche haben immer Probleme mit der Ostfront. Und warum tötet ihr da oben die Ägypter nicht, die da rumstehen? So, da haben wir die wieder zurückgetrieben. Jetzt wäre es irgendwie natürlich wundervoll, wenn man die Möglichkeit hätte, die hier so weit zu zwingen, dass sie die Leute nicht mehr durchlassen. Aber natürlich gibt es so eine diplomatische Möglichkeit nicht. Und ihr wollt wirklich gegen 40.000 Mann verlieren? Ja, weil es ein 12er General ist. Oh, der will dann natürlich außen rumlaufen, weil die die Belagerung da gerade machen. So, Angriff frei. Oh, 666.000 Unterstützungstruppen. Ein Flagranti erwischt. Lasst ihn auspeitschen. Alles cool. Oh, gut, zum Glück, wir haben gewonnen. Ich habe erst nicht Sorgen gehabt, dass wir mit 40.000 Mann gegen 22.000 verlieren können, weil der General nicht so gut ist. Ich lese aber inzwischen mehr von Siegreich als von, ihr kriegt übrigens gerade auf Fresse. Oh, die holen Soldaten auf ihre Schiffe da oben drauf. Wir brauchen euch 48.000 Mann hier. So, das waren die 27 Schiffe, die hier oben noch gehockt haben. Die haben die genutzt, um Truppen zu bewegen. Macht weiter mit der Belagerung.
wie es der ägyptische stand. Da haben die keine Ahnung, aus welcher Ecke die Truppen jetzt gezogen haben. Und da ganz unten wollen sie mir auch einfach auf die Eier gehen. Ihr bleibt da oben bitte stehen, das machen die anderen Truppen. Die 36.000 Mann bleiben auch da unten stehen. Das waren die iberischen Truppen, die auch vom Norden kamen. Sehr schön. Und die nächste Festung einnehmen. Wieder zurück einnehmen. Da wollten sie jetzt durch. Aber das geht so nicht, mein Freund. Und ihr verteilt unsere Festung da. Was ist das denn für ein zahnloser General mit Stufe 0, ey? Da möchtest du einfach nur ausrasten. Dieser Krieg ist der schlimmste jemals geführte. So, ich mir jetzt erlauben kann, mal 40.000 Mann von hier von der Nordfront abzuziehen. Alles weiter. So, da haben wir auch gewonnen. Und da unten kommen sie wieder mit... Ach, komm mal her. Darüber. Oh, der 10er Kommandant wird ja zu spät kommen. Die Belagerung läuft noch und hier kommen sie wieder aus dem Nebenarm raus. Das reicht's mir.
glaube, wir haben im Krieg schon 500.000 Leute getötet. Will mich einfach veräppeln hier oben, ey. Das ist nicht wahr. Da kommen die einfach mit 100.000 neuen Truppen an. Also nicht 100.000, aber schon einigen. Was sie so geil sind und wirklich die Armee da bzw. meine Heimatstadt angreifen wollen. Und da ist eigentlich die Provinz, die ich hier erobern will. So, ihr bleibt erstmal stehen. Rekrutieren wir die Söldner. Die müssen jetzt erstmal sammeln. Ich spüre ein gewisses Stresslevel übrigens. Gerade. Aber es geht nicht vor und zurück. Vor allem, wo kommen die 21.000 Mann jetzt durch? Ach, Versager. Kann man nicht irgendwo sehen, wie viele Leute man verloren hat? Aber das sind, glaube ich, nur die eingesetzten Truppen, oder? Obwohl, könnte sein.
Ah, Verluste. 676.000, da würde ich eine 500.000. Unsere Feinde haben 1 Million fast Verluste. Ist ja schon fast Heu 4 Niveau. Mein Gott, so, sterben so viele Bewohner auch noch, ey. Das ist schrecklich. Vor allem, wie feige ist das, durch ein anderes Land, mit dem man nicht im Krieg ist, seine Truppen zu schleusen, um dann ein Land zu überfallen. Das ist überhaupt nicht fair. So eine richtig böse Masche ist das, sage ich euch. Das wird Deutschland nie einfallen. So, versuchen wir mal den Weg abzuschneiden. Warum habe ich eigentlich hier eine Festung gebaut, wenn der hier fröhlich einfach dran vorbeiläuft, ey. Ich krieg die Krise. Ich kann nicht an der Festung vorbeilaufen. Ach so, die Festung gehört im Moment ihm. Ist auch egal. Vorher ist er auch fröhlich dran vorbeigelaufen gefühlt. So, hol dir da noch den Kram. Ah, so weit muss ich. Die Provinz und die Provinz. Endlich. Und ich wette, der läuft jetzt trotzdem an uns vorbei. So, Grenzen verteidigen. Das macht ihr auch.
Ausgezeichnet, wir wären depressiv im längsten Krieg, der jemals von Makedonien geschlagen wurde. Da muss man natürlich auch einen depressiven Herrscher bekommen. So, ich denke mal, überwiegend haben sie... aufgegeben. Sie haben auch gleich 1 Million Verluste. Vor allem sind das hier bei Ägypten alles so kleine Pisselfelder, die du einnehmen musst. Haben eigentlich Kamele keinen Verschleiß in der Wüste? Es wäre naheliegend. Und dann Gordion. Und da habe ich 4 Stunden am Stück schon gespielt wieder. Ich krieg Krise. Ich hätte niemals gedacht, wirklich niemals, dass die so massiv noch gegendrücken können. Immerhin die, weil sie haben mit 250 Kohorten angefangen. Jetzt sind die auf 119 runter. Und wir stehen bei 769 Kohorten. Wir haben unsere Armee nochmal um 200 Kohorten, 250 Kohorten von Kriegsbeginn an erweitert. Vor allem ist das mit den Söldnern halt echt scheiße, weil es Ägypten holt sich einfach Söldner. Und gehen mir dann so richtig auf die Eier. So, ihr macht Grenzverteidigung. Und ihr beide dürft gerne unabhängig agieren. Und vielleicht dann noch ein bisschen im Süden einnehmen. Und euch würde ich bitte gezielt hier weiter hochschicken. Dass ihr die Hafenstädte einnehmt. Ja, ich sehe es. Ich hatte zu wenig Schutz im Norden, das ist halt der Kack. Grübel, Grübel. Wo will die schwere Infanterie hin? Ich bin mir nicht so 100% sicher. Weil ich glaube nicht, dass ich das geklickt habe. Aber angeblich schon.
Ich hab's gelesen, wir haben verloren. Irgendwo. Vielleicht kriegen wir noch einen Herrscherwechsel hin. Der Imperator klickt auf alles, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Das stimmt gar nicht. Es sieht vielleicht ein bisschen unkoordiniert manchmal aus. Aber es hat alles noch irgendwo Sinn. So, wenn die Armee da besiegt ist, dann gehen wir weiter. Weil an sich wollte ich nur hier die Hafenstädte ein bisschen einnehmen. Weil die halt für die Wiedervereinigung benötigt werden. Das ist ja alles hier so ein Kleinviehzeug. Und sonst der Rest ist eigentlich beim Erobern oder bei Grenzverteidigung. Da habe ich gegen die 12.000 verloren. Bis jeder Mikroägypter besiegt ist. Wie kann das sein, dass er sich da formiert? Ohne Scheiß. Ich bin mit dem auf das einzige offene Feld gegangen. Und die Armee formiert sich und macht hier noch was. Das kann alles überhaupt nicht sein. Wie kann... Ey. Zieht... Der kann ja an meinen Truppen vorbeilaufen. Oder hier, ich besiege die Truppe, geht der ein Feld weiter, stellt sich da rein. Dabei sind die moralisch halt komplett im Arsch. Ah, jetzt sind sie endlich zermürbt. Ich glaube, so langsam ist auch jeder Grieche tot. 1,2 Millionen Verluste. Guten Morgen, Glitzi. So, ihr könnt gerne dahin gehen. Ihr bleibt bitte hier. Ihr auch. Ohne Scheiß, es hat Phrygien.
da einfach einen Haufen Söldner rausgeholt. Die vor meiner Heimatstadt standen. Die kaufen die ganzen restlichen Söldnertruppen auf der ganzen Karte. Das Spiel steigert mein Aggressiv, also mein Aggressivitätslevel gerade ordentlich, ey. Vor allem wie Phybien einfach vom Norden nochmal 50.000, 60.000 Mann runterzieht, ey. 70.000. Warum machen wir das nicht? Bei denen einfach Söldner rekrutieren in der Nähe. Weil eigentlich sollte das überhaupt nicht möglich sein. Kannst du nur auf deinem eigenen Gebiet Söldner rekrutieren. Und ich will eigentlich nur das Ding da noch haben. Ausgezeichnet, mehr Steuern, alle sind froh. So, ihr könnt da mal hingehen und ihr geht da hin und wartet. Ja, auch jetzt entwickelt sich der Krieg sehr positiv. Jetzt sind wir auf 45. Ich traue mich mal etwas schneller zu machen. Wenn die Eroberung mal wenigstens ordentlich machen würden. Anstatt dass sie da so ein Durcheinander vollziehen.
ist wie bei CK2, der Papst erscheint mit seinen Truppen auch im beherrschten Gebiet, wenn man die großen Religionen unterdrückt. Nee, das ist hier nochmal was anderes. So, dann brauchen wir noch das Stückchen. Ich wünschte, man könnte sowas machen wie einen Eroberungsplanmarkierung. Die Götter des Krieges. Unser Hohepriester Prepelaut möchte einem der Götter ein Opfer darbringen, damit dieser uns in unseren laufenden Kriegsanstrengungen segnet. Die Kriegsmüdigkeit senken und die Armeemoral um 5% erhöhen. Am liebsten wäre mir, keine Ahnung, dass der Feind Feuer fängt.